So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und es ist mal wieder soweit. Wir waren heute am Mittwoch, am 30. Oktober unterwegs und im Rewe haben wir es entdeckt, die neuen Gönnergy-Sorten. Ich glaube, die sollen eigentlich erst die Woche darauf offiziell in den Handel kommen. Manche Läden haben die aber schon vorher bekommen. Der Rewe hatte da einfach eine Palette stehen. Pupsi hat das entdeckt, dass sind die zwei neuen Gönnergy-Sorten. Man muss das für das Thumbnail so hässlich da reinhalten und dann sagen, ja, das Design ist auf jeden Fall erstmal komplett anders, weil normal hast du ja eine Farbe über die ganze Dose gehabt, aber das sind Wintereditionen, richtig mit Schnörkelschrift, Winteredition, die geteilt ist. Einmal unten hast du hier dieses Lilane, das soll wohl die Pflaume darstellen, also das ja, Pflaumenfarbe, ne? Und oben hast du das Goldene, das ist der Zimt, denn das ist ein Pflaume-Zimt-Geschmack. Ui, 500 Milliliter am Start. Also ich muss sagen, die Dose sieht schon ganz cool aus. Ich fand das ja bei den ersten Dosen richtig toll, dass sie eher so matt waren, statt glänzend. Und dass das halt mit der kompletten Farbe gepasst hat. Die zweite Welle fand ich nicht mehr so cool. Da haben mir die Dosen nicht gefallen. Die haben auch plötzlich, waren nicht mehr matt, haben plötzlich mehr geglänzt. Und mir haben die Farben halt nicht gefallen. So, die dritte Welle, gab es eine dritte? Ich weiß jetzt nicht, ich blicke schon gar nicht mehr durch. Ist das jetzt die dritte oder die vierte Welle? Auf jeden Fall haben wir zu jeder ja auch immer eine Maßkreation gemacht. Hannes und ich, deswegen musste ich gleich mehrere holen. Es sieht auf jeden Fall alles sehr hochwertig aus. Es hat auch wieder einen goldenen Nippus drauf. In dem Öl sind halt auch wieder die Zutaten drin. Pflaume und Zimt. Wir reden so viel aber von Pflaume und Zimt, dass das andere fast untergeht. Das andere Gönnergy, eiskalt genießen, ist Tropical Guave Geschmack. Tropical Guave. Was hat das denn mit Winter zu tun? Natürlich nichts. Und warum? Es steht nämlich hier, weil bei Winteredition einfach davor No. No Winteredition. Also das ist keine Winteredition. Das ist eine Winteredition. Das ist ja schon wieder irgendwie lustig. Und du hast auch bei Tropical Guave, du hast wieder im Ö, du hast hier halt eine Guavenfrucht. Du hast ein Trinkröhrchen, du hast ein Sonnenschirmchen. Das ist vom Design her also cool. Ich muss sagen, die Dosen gefallen mir. Und auch dieses Winteredition und No-Winteredition, das ist lustig, ja, das ist lustig. Das heißt, ich habe nochmal zwei mehr mitgenommen, weil wenn Hannes kommt, wir die als Maß wieder machen. Beide zusammen rein, irgendwas Besonderes hin und her. Das nutzen wir immer, um Klicks zu generieren, dass wir einfach dieses schäbige Gönnergy-Getränk mehrfach verwerten. Ich möchte jetzt beide probieren. Ich fange mal an mit Tropical Guave. Ich zeige euch auch die Farbe, teste den Geschmack und dann kommt es ins Ernesto-Glas, wo ich beide zusammen mische und dann trinke mit einmal. Was ich jetzt bei Tropical Guave, haben wir nicht schon mal Tropical direkt als Geschmack gehabt? Oder war das Exotic? Es müsste doch Tropical gewesen sein. Hatten wir nicht Tropical und das war der Gelbe oder der Orange, den viele so gut fanden. Den fand ich nicht gut. Die war in der ersten Charge, die waren alle so, weiß ich nicht, die waren so aggressiv. Die Kohlensäure hat so gebrannt, es hat so extrem gebitzelt und gleichzeitig hast du diesen extrem Süßungsmittelgeschmack gehabt, der auch sehr unangenehm für mich war. Ich habe immer direkt Bauchschmerzen bekommen. Die weiteren Editionen dann, die weiteren Chargen, die weiteren Wellen waren auf jeden Fall besser, aber immer noch nicht so richtig meins. Hier haben wir jetzt also Tropical Guave. Muss wohl von der Guave her sein, die Farbe. Die Farbe sieht nämlich wunderbar aus. Aber wir werden das jetzt einfach hier reinkippen. Wir trinken noch nicht aus dem kleinen Glas. Wir wollen nur den Geschmack aus der Dose haben. Weil da habt ihr nur den echten Geschmack. Sagte ich, oh, da sind sogar einzelne Perlen drauf. Aber nee, da habe ich gekleckert. Die hier sind auf der Dose. Der Rest ist halt in die Hose. So. So schön es auch aussieht, so widerlich schmeckt es auch für mich.
Ich finde schon wieder, das ist richtig, wie wenn du dir einfach Brausepulver kaufst und machst ja auf die Zunge. Das ist irgendwie, schmeckt mir sauer, es bitzelt, es brennt, es zischt, es kleckert. Es ist richtig aggressiv, es ist so extrem säurehaltig und dann so babbig. Säurehaltig und babbig. Für mich ist das kein angenehmer, guter Geschmack, den ich gern möchte, aber ich bin, wie gesagt, auch nicht der größte Energy-Fan. Ich trinke eigentlich nur mal Sachen zum Testen, ansonsten in der Freizeit trinke ich mal eine Schwippschwapp, weil die mir irgendwie fruchtig schmeckt. Und bei den meisten Sachen, wo zu viel Kohlensäure drin ist, kann ich eh nichts mit anfangen. Ich finde, hier ist es wieder viel zu süß und viel zu viel Kohlensäure. Du hast nur Schaum im Mund, wenn du dann einen kleinen Nipper machst. Also, Tropical Guave. Meiner Meinung nach gab es Tropical schon. Fand ich nicht gut. Das Guave, farblich, mit dem Dosendesign dann gemischt, macht was her, aber geschmacklich reißt es nicht raus. Es schmeckt immer noch komisch. Pflaume-Zimt-Geschmack. Der müsste ja jetzt auch brennen, wenn das Zimt ist, oder? Machen wir mal auf. Pflaume, Zimt. Achso, wir müssen erstmal einschenken und gucken, wie das aussieht. Das ist schön lila. Es ist ja auch Pflaume. Jetzt ist das hier runtergesackt und ihr seht schon, aha, richtige Pflaumenfarbe zu der anderen dazu. Packen wir das hier ein, probieren und wir müssen ja noch beides trinken. Wirkt nicht so penetrant süß wie der erste, aber immer noch sehr süß. Die Kohlensäure ist nicht so aggressiv wie beim ersten. Es brennt nicht so, es bitzelt nicht so, es ist an sich etwas angenehmer. Aber oh, es ist trotzdem sehr schaumig halt. Ja, Pflaumengeschmack ist schon da, irgendwo. Den Zimt schmecke ich jetzt nicht so krass raus, aber irgendwas ist an der Pflaume dran, was Zimt sein soll. Ich finde halt beides wieder, es schmeckt beides wieder sehr chemisch, sehr chemisch. Und auch diese Edition können mich leider nicht überzeugen. Was ich nochmal gekauft hatte, weil es für 1 Euro im Angebot war, war zum Beispiel der Cheesecake, Raspberry Cheesecake, also Himbeer-Käsekuchen. Den fand ich von der Sorte her nicht gut, aber ich fand, den konnte man am besten trinken, weil der war halt anders. Die anderen, die bitzeln sich hier oben gegenseitig tot. Der Raspberry Cheesecake, der war mild. Der war mild im Geschmack. Boah, der war angenehm zu trinken, aber das Rest, der Rest, das ist alles so säuerlich immer, so extrem, so brutal. Also, nee. Sieht schön aus, die ganzen Fans werden losrennen und werden sich das alles wiederholen. Aber ich würde es mir nicht nochmal holen. Zum Glück habe ich gleich am Anfang viel geholt, damit ich jetzt noch ein paar andere Testvideos mitmachen kann. Das ist es jetzt, wenn es zusammengemischt ist. Lila eine Blöre, das war's von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, habt ihr die neuen Editionen schon? Was ist eure Lieblings-Gönnergy-Sorte? Freut ihr euch auf mehr? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ja, doch, es ist die 4. Welle, fällt mir ein. Denn wir hatten eins, da war so Juneberry Jam. Das war in der 2. Welle. Und in der letzten Welle gab es ja nur so Kaktus-Zeug und Eisbonbon. Da kamen ja nur 2 raus. Wir hatten 3, 3, 2 und jetzt wieder 2. Also es ist die 4. Gönnermaß incoming. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn es neue Sorten gibt, werden wir die natürlich auch wieder testen, weil das Gesicht ist einfach Legende. Ein Gönnergy, ein Gesicht. Boah.